Schön, dass du da bist und Yoga praktizieren möchtest. Komm nun auf deine Matte, nimm eine bequeme Sitzposition ein und komm erstmal hier auf der Matte an. Schließe deine Augen und sei ganz bei dir. In meiner heutigen Yoga-Einheit dreht sich alles um die Beine. Wir haben dabei Hüftbeuger und Dehnungen für den Oberschenkel und ja auch natürlich Entspannung darf auch nicht zu kurz kommen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. In einem aufrechten Schneidersitz beginnen. Rolle mit der nächsten Einatmung deine Schultern nach hinten und lass deine Hände locker auf den Oberschenkeln liegen. Denke an deine aufrechte Sitzposition und an den unsichtbaren Faden an deinem Hinterkopf, der dich Richtung Decke zieht. Das linke Bein ist zur Seite gestreckt, das rechte bleibt gebeugt. Richte bewusst deinen Oberkörper auf und mit der nächsten Einatmung nimm über die Seite die Arme nach oben. Nun neige aus der Hüfte heraus deinen Rumpf nach links. Die linke Hand setzt am Boden auf, die rechte Hand bleibt gestreckt. Atme ein hier und mit der nächsten Ausatmung versuch dich noch mehr nach links zu beugen. Atme nochmal ein und aus und geh noch weiter in die Seitbeuge. Atme nochmal tief ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung bring beide Arme nach oben. Wechsle die Beine. Streck dein rechtes Bein zur Seite und das linke gebeugt. Neig nun deinen Oberkörper zur rechten Seite. Und die rechte Hand liegt rechts auf dem Boden ab. Linker Arm ist gestreckt. Atme hier tief ein und mit der Ausatmung beuge noch etwas weiter nach rechts. Atme hier nochmal tief ein und aus. Letztes Mal. Tief einatmen. Versuch mit der Ausatmung noch weiter nach rechts zu beugen. Komm mit der nächsten Einatmung wieder zur Mitte. Bring die Arme über die Seite nach unten und atme aus. Als nächstes beginnen wir mit der Pyramide. Nimm den Vierfüßlerstand ein und bring deine Hände unter die Schultern. Spreize deine Finger. Die Daumen schauen sich an, der Mittelfinger schaut nach vorne. Deine Knie sind hüftbreit geöffnet. Die Wirbelsäule ist gestreckt und stabil. Der Blick zeigt nach unten auf die Matte. Mach dabei deine Körpermitte fest und zieh den Bauchnabel nach innen.
Nun stell den rechten Fuß vorne zwischen die Hände. Zieh deine Wirbelsäule in die Länge und schieb dein Gesäß nach hinten. Stell die vordere Ferse auf, sodass die Fußspitzen nach oben zeigen. Hüftknochen bleiben auf einer Höhe. Versuch mit geradem Oberkörper und gestreckten Armen nach unten zum rechten Bein absinken. Aber nur so weit, wie es geht. Es macht nichts, wie weit der Oberkörper nach unten geht. Spielt keine Rolle, wie tief du dabei kommst. Sondern es geht einfach darum, deinen Körper zu dehnen. Und dann halte diese Stellung. Atme dabei tief, gleichmäßig ein und aus. Halte nicht die Luft an. Und noch einmal tief ein und aus. Bring deinen rechten Fuß wieder zurück in den Vierfüßlerstand und mobilisiere deine Wirbelsäule mit der Katze-Kuh-Bewegung. Mit der Einatmung komm in die Kuh-Position, mach ein Hohlkreuz. Der Blick geht leicht nach vorne oben. Und mit der Ausatmung mach dich ganz rund. Saug den Nabel ein wie eine Katze. Und wiederhole 3 bis 4 Mal diese angenehme Wirbelsäulenmobilisation. Atme ein, komm in die Kuh. Atme aus, komm in die Katze. Wenn du dies 3 bis 4 Mal gemacht hast, komm wieder in den Vierfüßlerstand und wir wechseln die Seite. Bring den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Zieh deine Wirbelsäule in die Länge und schieb dein Gesäß nach hinten. Stell deine Ferse auf, sodass die Fußspitzen nach oben zeigen. Und versuch auch hier mit geradem Oberkörper und gestreckten Armen nach unten zum linken Bein zu kommen. Atme dabei tief, gleichmäßig ein und aus. Und noch einmal tief ein und aus. Bring dein vorderes Bein zurück in den Vierfüßlerstand und dann begib dich nach hinten in die Haltung des Kindes und spür nach. Strecke deine Arme dabei weit nach vorne und leg deine Stirn auf der Matte auf. Die Beine gern mattenbreit. Lass los. Nun kommen wir zu unserer Eidechse. Mach einen tiefen Ausfallschritt. Das rechte Bein so lang wie möglich nach hinten auf dem Boden auflegen, der Fußrücken drückt Richtung Matte. Der linke Fuß steht außen am Rande deiner Matte. Bringe die Arme neben deinen linken Fuß. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule lang ist. Und dein Blick geht nach unten auf den Boden. Mach deine Körpermitte fest, roll den Bauchnabel nach innen. Dabei aber nicht die Luft anhalten.
Versuche nun von den Händen auf die Unterarme zu kommen. Wenn das heute nicht angenehm für dich ist, dann bleib einfach wie zu Anfangs auf deinen Händen. Du kannst aber auch einen Yoga-Block zur Hilfe nehmen oder ein dickes Buch und dort die Unterarme auflegen. So, wie es für dich angenehm ist. Achte dabei, dass dein Rücken so gestreckt wie möglich ist. Zieh mit dem Scheitel nach vorne oben. Die linke Schulter befindet sich an der Innenseite des linken Beines. Denk an deine Körpermitte und halte die Körperspannung. Atme gleichmäßig dabei ein und aus. Tief ein und aus. Nochmal tief ein und halte, 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 halte und aus. Komm mit den Unterarmen wieder nach oben und löse das Ganze auf und wechsle nun die Seite. Bringe deinen rechten Fuß an die Außenkante deiner Matte und mach dein linkes Bein ganz lang. Bring den Fußrücken auf die Matte auf. Knie und Fußrücken drücken Richtung Matte. Deine Hände sind neben deinem rechten Fuß. Atme dabei tief ein und mach deine Wirbelsäule lang. Schieb dein Brustbein nach vorne. Mit der nächsten Ausatmung versuch dich noch tiefer in diese Asana reinzubringen. Denk an deinen Bauchnabel, der nach innen oben zieht. Mach die Körpermitte fest. Nun versuch wieder mit den Unterarmen auf die Matte zu kommen. Du wirst gleich merken, dass eine Seite besser als die andere funktioniert. Spüre den Unterschied. Welche Seite gelingt mir besser? Spüre in deinen Körper. Atme dabei gleichmäßig ein und aus und halte nicht die Luft an. Mach deine Körpermitte fest. Der Blick geht nach unten. Und atme nochmal tief ein und aus. Und nun komm wieder nach oben auf deine Hände und löse das Ganze auf und begebe dich in die Haltung des Kindes und spür nach. Bring deine Arme nach vorne, leg die Hände auf, Stirn liegt auf der Matte auf. Spüre nun in deinen Körper. Lass los.
Komm nun an Anfang deiner Matte. Bring deine Füße hüftbreit. Schieb dein Becken minimal nach vorne. Geh ganz leicht in die Knie. Mach deine Körpermitte fest und bring mit der nächsten Einatmung deine Arme über die Seite nach oben. Mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz. Tadasana, die Berghaltung. Atme nochmal ein, bring die Arme über die Seite nach oben. Atme aus, Hände vors Herz, Energie zentrieren. Letztes Mal ein, Arme über die Seite nach oben, atme aus, Hände vors Herz. Bring nun deine Füße etwas weiter als schulterbreit auseinander und lass die Zehen seitlich nach außen zeigen, ca. 45 Grad. Mit der nächsten Einatmung beuge die Knie und lass dein Gesäß Richtung Boden absinken. Die Knie schieben dabei nach außen. Vor dem Brustbein die Handflächen aneinanderlegen und mit den Ellenbogen sanft die Knie auseinanderschieben. Dein Oberkörper ist aufrecht. Mach deine Körpermitte fest, zieh den Bauchnabel nach oben innen und versuche nun mit der nächsten Einatmung das Brustbein leicht nach vorne anzuheben und die Wirbelsäule ganz aufrecht zu halten. Und denke auch hier wieder an deinen unsichtbaren Faden an deinem Hinterkopf. Du kannst nun selber mit der Intensität spielen. Wenn du deine Ellenbogen mehr die Knie auseinanderschiebst, hast du noch einen besseren Hüftöffner. Wenn es für dich ausreicht, bleib einfach in dieser Position und atme dabei gleichmäßig ein und aus. Die Füße stehen satt und fest auf der Matte. Such für dich die richtige Position heute. Alles kann, nichts muss. Atme gleichmäßig weiter und halte nicht die Luft an. Und noch einmal gemeinsam ein und aus. Löse die Hände, stelle sie vor dich auf und rolle nun ganz langsam und achtsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Der Kopf zuletzt. Rolle mit den Schultern nach hinten und lass sie locker wieder fallen. Atme hier über die Seite ein, komm nach oben und mit der nächsten Ausatmung lass dich nach vorne unten in die Vorbeuge fallen. Schüttel deine Hände aus, schüttel deinen Kopf aus, ja, ja, nein, nein Bewegungen. Mach genau diese Bewegung, die sich nun gut für dich anfühlt. Der Kopf ist ganz locker. Schwing von rechts nach links, von vorne nach hinten
Und dann roll wieder langsam nach oben auf. Wirbel für Wirbel. Schultern. Der Kopf zuletzt. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme über die Seite nach oben. Mit der nächsten Ausatmung bring die Hände vors Herz. Energie zentrieren. Komme nun in deine stehende Grätsche. Komm in eine mehr als schulterbreite Grätschposition. Beide Beine sind gestreckt. Die Oberschenkelmuskulatur ist aktiv angespannt. Die Haltung ist aufrecht. Deine Arme befinden sich an der Körperaußenseite. Zieh die Wirbelsäule in die Länge. Rolle die Schultern einmal nach hinten und lass sie wieder los. Und mit der nächsten Einatmung bring den Oberkörper mit gestrecktem Rücken nach vorne, bis deine Hände auf der Matte aufkommen. Streck die Beine aktiv und schieb die Sitzbeinhöcker nach oben Richtung Himmel. Dein Oberkörper ist so weit wie möglich nach unten und du kannst durch deine gestreckten Beine durchschauen. Du kannst deine Hände auf der Matte aufsetzen. Du kannst aber auch deine Sprunggelenke fassen. Vielleicht kommst du auch nur mit den Fingerspitzen auf den Boden. Ganz egal. Wichtig ist, dich auf deinen Körper zu konzentrieren. Sind deine Hände heute zu weit weg vom Boden, kannst du auch hier gern mit einem Yoga-Block arbeiten, um so deine Arme zu verlängern. Wichtig ist, dass deine Beine gestreckt sind. Atme gleichmäßig ein und aus. Zieh den Bauchnabel nach innen und denk an deine Sitzbeinhöcker, die Richtung Himmel streben. Mit der nächsten Einatmung beuge deine Knie leicht an und dann roll dich wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf. Pendel deine Arme wie ein Pendel rechts und links, um deine Wirbelsäule wieder zu neutralisieren. Ganz locker auspendeln. Und dann pendle dich wieder langsam in der Mitte ein. Und beug mit der nächsten Einatmung nochmal deinen Oberkörper Richtung Matte. Die Beine sind gestreckt. Und versuch auch hier nochmal deine Hände auf der Matte aufzusetzen oder deine Fußgelenke zu greifen. Vielleicht merkst du jetzt schon einen Unterschied, dass du elastischer bist. Vielleicht schaffst du es jetzt, zwischen deinen Beinen durchzuschauen. Lass dabei deinen Kopf ganz locker und atme in deinem eigenen Rhythmus weiterhin ein und aus. Nimm noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann beuge wieder leicht deine Knie und roll dich langsam wieder nach oben auf. Komm nun wieder in deinen aufrechten Stand. Deine Beine sind hüftbreit.
Atme nun über die Seite ein, bring die Arme nach oben, atme aus, Hände vors Herz, Energie zentrieren. Und dann bring nochmal bei der nächsten Einatmung deine Arme über die Seite nach oben, atme aus. Hände vors Herz, senk den Blick, spür nach. Shavasana, deine Tiefenentspannung. Shavasana ist die letzte Asana in einer Yogastunde. Ohne diese Übung ist die Stunde nicht vollständig. In den vorhergeübten Asanas wurden Muskeln und Sehnen angespannt und gedehnt. Jetzt können sie sich wieder entspannen. Die aktivierte Energie wird harmonisiert und gespeichert. Ohne Shavasana ginge diese Energie wieder verloren und würde falsch kanalisiert. Du kannst dir nun gerne eine Decke nehmen. Oder zieh dir warme Socken an und leg dich nun langsam auf den Rücken. Deine Beine liegen hüftbreit und die Füße fallen unten auseinander. Deine Arme zeigen vom Körper weg, die Handflächen zeigen nach oben. Und die Schultern sind weit weg von den Ohren. Wenn noch nicht geschehen, schließe deine Augen. Dein Hinterkopf liegt satt und sanft auf der Matte auf. Du kannst auch gerne deine Knie anstellen, wenn es dir nicht angenehm ist, so lange auf dem Rücken zu liegen. Oder leg dir unter die Knie beim Liegen ein kleines Kissen. Oder eine Nackenrolle. Heb nun zum Entspannen kurz das Becken hoch. Spann die Gesäßmuskeln an und lass locker. Hebe den Brustkorb hoch. Ziehe deine Rückenmuskeln zusammen. Und lass wieder locker. Ziehe nun die Schultern hoch zu den Ohren. Spanne deine Schultern an. Und lass locker. Drehe nun ganz sanft deinen Kopf von Seite zu Seite, ganz achtsam, ganz langsam. Dein Kiefer ist entspannt und deine Stirn faltenlos. Und komm nun mit dem Kopf wieder in der Mitte an. Vergewissere dich nochmal, dass die Schultern weit weg von den Ohren sind und dein Nacken lang ist. Du kannst sanft innerlich lächeln und dann tief mit dem Bauch ein- und ausatmen. Beim Einatmen hebt sich der Bauch und beim Ausatmen senkt sich der Bauch. Beim Einatmen geht der Bauch nach oben und beim Ausatmen geht der Bauch nach unten.
Atme etwa 3 bis 4 Sekunden lang ein und versuche die Ausatmung länger zu gestalten wie die Einatmung. Beim Einatmen stell dir vor, dass du neues Licht, neue Kraft und Positivität aufnimmst. Beim Ausatmen entspanne und lass los. Einatmen, neue Energie. Ausatmen, lass ganz los. Atme so noch ein paar Mal ein und aus und spüre, wie Kraft und Entspannung dich durchströmt. Dann kommen wir noch ganz langsam zurück. Strecke deine Arme nach hinten oder nach oben und dehne, strecke und regel dich ganz genüsslich. Und wenn du musst und magst, dann gähn. Mach die Bewegung, die sich im Moment richtig für dich anfühlt. Und wenn du soweit bist, roll dich über deine Lieblingsseite nach oben auf, komm in den Schneidersitz. Und bring mit der nächsten Einatmung deine Arme über die Seite nach oben. Atme aus. Bring die Daumen an dein Brustbein. Senk den Blick. Und bedank dich nun bei dir selber, dass du dir heute die Zeit genommen hast, für dich auf deiner Matte, für deinen Körper Gutes zu tun und du nun entspannt und gestärkt aus dieser Übung in deinen Tag oder in deinen Abend startest. Schön, dass du da warst. Namaste.